ganz schön neblig hier. Da wir Kisten mitnehmen wollen, parke ich hier vorne. Immer noch die leere Waffe dabei. Vielleicht findet man da drin Munition. Sollte ja noch keiner da sein. Die Zeit ist auch gerade schön am Ablaufen. Zwei sagen mittlerweile ja, einer sagt nein. Nochmal ein bisschen Doping-Kaffee. Kommt ja auch ein Kaffee für eure Nerven. Da hinten gehen die Wachen noch sehr chillig durch die Gegend. Da ist schon mal keine. Ach, schauen wir trotzdem mal kurz rein. Oh, eine lecker Kuda. Du kommst mal auf Zeiten. Koda kommt ans Beinchen. Aha. Habe ich sogar einiges an Munition dafür. Und ein Geschenkpäckchen. Ein Geschenkpäckchen. Schauen wir nochmal rein, dann habe ich es bei mir in der Tasche. Richtig. Mit nichts kenne ich mich aus. Aber davon dann umso mehr. Du wirst mir überlegen wert, ob ich dann umziehe. Obwohl, dich habe ich schon. Den Helm habe ich jetzt nur einmal. Und da oben ist wieder keiner. Kann sein, dass sie die falschen Kisten abgeschafft haben. Weil ich so wenige finde. Gibt es hinten überhaupt welche? Ich glaube nein. Weil gefühlt sind es wesentlich weniger Kisten, auch schon vorhin. Und die drei, die ich gefunden habe, das waren alles richtige. So wie diese hier ist auch richtig. Nee, da geht's nicht raus. Wo kam ich her? Ich glaube, ich muss die Treppe runter. Hier ist halt noch chillig, gut. Gun! Du solltest deine Waffe ziehen. Ich fliege, ich eile, ich bin einfach weg. Ich mach den Tigerhasen. Bringt die Securities um, am besten auch den mit einer Demeko. Damit ich seine Munition bekomme. Ich werde auch jemanden mit der Shotgun rumschießen. Wo bist du? Und der ist auch ganz chillig. Okay, ich laufe die mal hinterher. Wohin zielst du? Ist da noch einer? So. Noch jemand? Wo? Zeig's mir. Lumpi, such. Such. Ja, wohin? Such.
kein guter Jagdhund. Da ist einer. Die NPCs auf dem Server sind sehr interessant. Warst du ein guter oder ein böser? Du warst ein guter. Aber du entspannst dich. Okay, dann entspanne ich mich auch mal. Auf jeden Fall hat man Spaß mit den NPCs. Mit Server, den ganzen Serverprogrammen im Hintergrund, die entwickelt werden, wird das sich natürlich auch bessern. Aber nehmen wir erst die untere. Servus. Irgendwas mitbekommen? Nee, war nix, gell. So, liegt man hier mal dahin. Liegen wir sie mal dahin. Danke. Jetzt kommt er direkt hinter mir raus. Drop. Warum kommt ihr alle hier? Gibt es da keine anderen Türen? Puh, meine Nerven. Wo ist denn deine Waffe? Vielleicht hast du nicht so ein riesen Zielvisier drauf. Egal. Ne, das war meine. Gib mal das Ding hier und weg damit. Aber scheiß auf die KI von den NPCs. Es ist spannend. Es macht Spaß. Es ist interessant. Da legst du die nieder, gell? Es ist spannend, spaßig, unvorhersehbar. Ihr seid wieder entspannt. Okay. Nehmen wir dich da hinten mit. Puh. Knapp 1 Million. Glückwunsch. Für 3 Stunden Mining. Cool. Ja. Die Magazine an deinem Gürtel hätte ich gerne. Noch so eine Waffe wäre auch nicht schlecht. Trotzdem die Augen offen halten, auch wenn die entspannt sind. Du könntest mal die Waffe runternehmen. Macht dann schon ein bisschen nervös. Da drüben. Was habe ich jetzt eigentlich alles auf dem Rücken? Okay, die 2 richtigen Waffen.
Snake Car, grüß dich. Und hier kommt die Auflösung. Ich habe den Bunker überlebt. Sehr cool war das. Der nächste spannende Moment, wenn wir die Kisten dann reintragen. Ich bin immer noch leicht angespannt. Das war gerade so spannend. Licht kann man ausmachen. Nach Aberdeen. War Aberdeen gefährlich mit dem Ausladen? Wir werden es gleich sehen. Was sagt denn das Glas? 1,2 Mille haben wir wieder. Sehr gut. Und ich brauche für die Titan eine neue Nasenwaffe. Das darf ich nicht vergessen. Nee, Depp. Falscher Marker. Nimm mal den da. Den Mr. Anderson Marker. Macht es fast so wie der Wolfi. Seine ganzen Kaffeebohnen verspielen. Obwohl fast, wenn ich mir den Kontostand anschaue. Hast du noch 70.000? Achso. Nee, da oben steht doch. Kugelkiller hat 400 Kaffeebohnen. Dann hast dreimal verspielt. 250 hast noch. Wer die Bohne nicht ehrt, dem ist der Kaffee nichts wert. Achso, Wolfi hat 70.000 verspielt zu oben. Auch interessant, dieses Gebilde hier. Mit den Solarzellen, die ineffektiv in alle Richtungen zeigen. Bremst du bitte? Fahrwerk ist draußen, ja. Öffnen, ausschalten, aufstehen. Offline.
eigentlich schön windstill. Man sollte denken, dass es dann sicher ist. Mich würde echt interessieren, wie schaut die restliche Rüstung zu diesem Helm aus? Ist es kein ganz besonderer Special? Da wollte ich drauf. Weil der so Holo hat und so ein chinesisches Zeichen auf der Stirn. Gibt's so einen auf Grimmex mit so Holo? Die Rüstung ist normal. Okay. Juhu, CO2, der hat Glück mit der Slotmaschine. 50 eingesetzt, 720 rausbekommen. Glückwunsch. Okay, jetzt weißt du, wie es geht. da drücken. Und juhu, ich habe das Kistenabgeben überlebt. Mindestens genauso spannend wie der Bunker selber. Mach jetzt bloß keinen Scheiß mit dem Abgeben. Quick, quick. Keine Lootkiste hier. Krass.